Season 3 hat vor einigen Tagen begonnen und es gibt viele Geheimnisse, Orte, Waffen und Fahrzeuge zu erkunden bzw. auch Wildtiere, aber in diesem Video geht es um neue Geheimnisse. Ja, vielleicht bemerkt, dass ich in den letzten Tagen nichts hochgeladen habe, damit ihr erstmal in der neuen Season ankommt und ich ebenfalls die Season 3 für einige Tage, für eine gewisse Zeit spielen kann. Und in diesem Video werden wir Cosmetics besprechen, neue Leaks, Waffen, Crossovers und alles, was Fortnite für die nächsten paar Tage und Wochen geplant hat, vor allem eine wichtige Neuigkeit zu Chapter 5, wann genau sie beginnt und wie viele Seasons wir noch in Chapter 4 haben. Also viel Spaß und bleibt bis zum Ende dran, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Als allererstes geht es um neue Cosmetics. Ich blende euch mal die neuen Stile, Bundles, Shop Assets und alle Cosmetics in der Übersicht, wie gesagt, ein von Version 25.00. Es gibt neue Sprays, Skins und so weiter. Es gibt drei Itemshop-Skins, aber zwei davon sind schon rausgekommen. Also sind die meisten schon draußen. Und alle anderen Items sollten wir irgendwie mit Challenges im Itemshop oder bei PS Plus Paketen irgendwie bekommen. Also da sind eine Menge dazugekommen. Ich will die Cosmetics, also das Thema mit den Cosmetics, kurz halten, da wir noch eine Menge zu besprechen haben, weil es in den letzten Tagen eine Menge gab. Folgende Pakete kehren auch vom 15. Juni um 2 Uhr bis zum 16. August um 2 Uhr in den Itemshop zurück. Magma-Meister-Paket, Sommerlegenden-Paket, Dunkle Machenschaften-Paket und Lava-Legenden-Paket. Nebenbei wurde für eine höhere Qualität des Entdecken-Menüs Herstellern verboten, diese Dinge in ihre Map-Thumbnails einzufügen. Pfeile, plattformspezifische Schaltflächen, Waffen innerhalb von Feldern, Verweis auf Währung und Name des Verkaufstag-Stils. Was genau das letzte bedeutet, habe ich keine Ahnung, aber das sollte ein bisschen dafür sorgen, dass es weniger Clickbait gibt. Außerdem haben wir kleinere Änderungen heute gehabt, da es am Dienstag ein Content-Update gab, einen neuen Hotfix. Der Meilenstein, sammle Gegenstände ein, wurde auf 50 von 500 Gegenständen reduziert und jetzt kommen wir mal zu der Info mit Kapitel 5, denn Kapitel 5 Season 1 hat die Versionsnummer 28.00, was zeigt, dass wir noch zwei weitere Saisons in Kapitel 4 haben sollten. Natürlich kann sich das ändern, also Last-Minute-Changes kennen wir ja von Fortnite, aber apropos Versionsnummer, Version 25.10, das erste große Update dieser Season, ist nun auf den Staging-Servern seit Dienstag und wird voraussichtlich nächste Woche Dienstag veröffentlicht. Und somit sollte auch ein bisschen 14 Tage Sommer eingeführt werden. Und ja, am Dienstag gab es einen neuen Hotfix. Wir haben direkt eine neue Waffe bekommen. Sie wurde mit Season 3 geleakt und ein kommender Boss wird sie ebenfalls haben. Dazu gleich nochmal mehr. Aber das Alpha MK7 Sturmgewehr wurde aktiviert. In verschiedenen Häufigkeitsgraden kann man sie am Boden, in Truhen und in Vorratslieferungen finden. Und das ist eine sehr starke First-Person-Waffe. Und eigentlich sehr, sehr ähnlich zum MK7 normalen Sturmgewehr aus Chapter 3 mit einigen Änderungen, wie zum Beispiel, dass es langsamer nachlädt, mit dem Aussehen und so weiter wurde natürlich einiges geupgradet. Aber dadurch, dass diese neue Waffe jetzt im Spiel ist, Freunde, wurde das Rotpunkt-Sturmgewehr jetzt in den Tresor gebracht und wurde aus dem Spiel entfernt. Jetzt arbeitet Epic Games auch etwas mit dem Codenamen Festival, das über eine Untergruppe von Übersetzungen verfügen wird. Das gleiche gibt es auch für etwas namens Juno und Delmar. Delmar wird ja ein kommender Rennmodus LTM sein und Juno sollte das Lego Crossover sein. Schildblasen wurden auch mit dem neuen Hotfix in Wettkampfmodi deaktiviert und laut FNBR News GP arbeitet Epic Games an einer Splash-Version von Schubsaft, die wie Softpacks funktionieren soll, aber stattdessen den Schubsaft-Effekt erzeugt. Derzeit ist es exotisch wie die Chili-Softpacks. Wir hätten also normale Softpacks, Softpacks, die den Spielern einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub geben und Schubpacks, die vorübergehend unbegrenzte Energie geben. Das Cross-Coms-Pack wurde erneut für alle Plattformen aktualisiert, um am 20.06. um 2 Uhr nachts den Itemshop zu verlassen. Greifhandschuhe könnten auch möglicherweise bald zurückkehren, denn mit dem neuesten Update für Season 3 wurde die Lootpool-Datei aktualisiert, sodass NPCs die Möglichkeit haben, Greifhandschuhe zu verkaufen. Es ist derzeit deaktiviert, könnte aber in einem zukünftigen Update aktiviert werden für bessere Mobilität in der neuen Season. Und wir haben auch eine brandneue Waffe, die uns bevorsteht, die schon in der letzten Season geleakt wurde, nämlich der Kettenwerfer. Ich kann euch mal Gameplay von unterschiedlichen Leakern einblenden und die Hauptfunktion besteht dabei, zwischen zwei Objekten eine Kette herzustellen und diese Kette wird dann
eigentlich hauptsächlich nur das Fahren verhindern, wie zum Beispiel mit normalen Bodenautos oder auch bei Helikoptern. Könnte sehr interessant werden, momentan macht es aber keinen anderen Schaden und hat auch keine andere Funktion. Der kommende Kettenwerfer verwendet aber auch aus irgendeinem Grund die Kettenglieder von Lego. Möglicherweise arbeiten sie also an benutzerdefinierten Items für dieses bevorstehende Crossover. Und wie schon vorher erwähnt, bekommen wir einen neuen Boss, und zwar Wildwache Relic aus dem Battle Pass. Er wird ein mythisches MK-Alpha-Sturmgewehr haben, also MK7-Alpha-Sturmgewehr. Wenn man ihn besiegt, erhält man auch eine Auszeichnung namens Jage den Jäger. Und deswegen blende ich euch nochmal die EP-Auszeichnungen von der neuen Season ein. Und vor dem nächsten Update wird er nicht kommen, also erst mit Version 25.1.0. Und er macht auch diese Animation bei Untätigkeit, also wenn er nicht mit anderen Gegnern oder so beschäftigt ist. Ich habe einige Map-Änderungen verpasst, wie zum Beispiel, dass es nicht nur einen weiteren Tresor unter einer eidgebundenen Burg in der Nähe von Slappy Shores gibt, sondern einen weiteren Tresor westlich von Frenzy Fields unter der Garage der dortigen Villa. Noch mehr Sloan Audiologs werden wie erwartet und angesprochen im Laufe der Saison folgen. Und zwar Part 1 ist zwar jetzt verfügbar, also mit 5 Audiologs, Part 2 erscheint am 27. Juni, Part 3 am 7. August und Part 4 am 14. August, kurz vor der vierten Saison in Kapitel 4. Wir haben aber auch neue Teleskop, also die Geheimquests, die ich in dem letzten Video angesprochen habe, die in unterschiedlichen Parts rauskommen werden. Und diese Geheimquests werden nicht in eurem Questmenü erscheinen, sondern sie werden sich erst zur Verfügung stellen, wenn ihr euch dem Zielobjekt nähert, also dem Prisma. Und Prisma 1 ist zwar jetzt erhältlich, Prisma 2 wird am 20. Juni erscheinen, am 27. Juni gibt es das dritte Prisma und das vierte Prisma habt ihr erst am 24. Juli. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um Quests, die nicht im Questmenü auftauchen, sondern nur, wenn man sich dem Ziel nähert, und jede Quest bringt 30.000 EP. Selbst die Schnappschüsse-Quest-Parts haben jetzt neue Veröffentlichungsdaten in unterschiedlichen Teilen. Part 1 mit Aura ist jetzt verfügbar, Part 2 mit Schlachtenstäbchen ist erhältlich ab dem 17. Juli und Part 3 mit Sloan ist ab dem 7. August verfügbar. Somit kommen wir zum nächsten Thema, und zwar alle neuen möglichen täglichen Aufträge in Kapitel 4 Season 3. Einige lassen zum Beispiel darauf schließen, dass Gegenstände wie Vorratsrufer, große Buschgranate, Hüpfen aus Kapitel 4 natürlich, gigantische Schneebälle, Geländereifen, Reparaturbrenner oder auch Schockwellenhammer jederzeit zurückkommen können. Beim Freischalten des Bonus-Stils Kampf erprobt von Optimus Prime kriegt man ein Banner noch oben drein, falls ihr das nicht wusstet, und eine neue steinstoßähnliche Pistole wird noch im Laufe dieser Season rauskommen, was man im Gameplay-Launch-Trailer gesehen hat. Dringende Ranked-Quests und Jobtafelanzeigen in der neuen Season wurden vom Design her stark aktualisiert. Außerdem bieten Jobtafel-Quests auch weitere Optionen eines bestimmten Auftrags an, wie zum Beispiel Suche 5 Truhen, optional eine Truhe an einem Hotspot. Ein kommendes explosives Repetiergewehr erwartet uns auch, was man ebenfalls im Gameplay-Launch-Trailer gesehen hat. Es ist in selten, episch, legendär und sogar in mythisch erhältlich. Und die normalen Versionen haben einen Explosionsradius von 2,6 Meter, die mythische Version aber einen Explosionsradius von 3,5 Meter. Kann man auf dem Boden finden, in Truhen, Holotruhen, und Spezialisten werden es anbieten. In der Lootpool-Datei ist es so eingestellt, dass es als Sniper spawnt. Und anscheinend sollte das neue Starterpaket der Season 3 am 20.06. um 2 Uhr rauskommen. Motorboote feiern übrigens mit dieser Season ihre Rückkehr. Also auf der Map kann man die wieder rumfahren. Und komischerweise wurden mit Version 25.00 alle Monolithen bis auf die in Mega City entfernt. Und auch der Vorbotenbaum ist völlig verschwunden oder wurde von dem großen Baum ersetzt. Danke fürs Einschalten, Freunde. Mehr folgt dann in den kommenden Videos. Ihr könnt gerne daran denken, meinen Creator-Code im Itemshop einzutragen. Dieser lautet LightSky10, fliegt alle 14 Tage raus. Und ja, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.